Der Oger Shrek spart schon nicht mit Humor, aber es geht noch ein bisschen heftiger, liebe Zuseher. Die Wellbrüder aus dem Birmoos sorgten mit bissigen Texten für einen gelungenen Auftakt der Tonspuren am Asitz. Mir song grüß Gott, es lieben Leid, bei den Tonspuren auf dem Asitz heit. Ja, sagt's, wo sind wir da heut gelandt? Im größten Skigebiet vom Tiroler Land. Es war ein echter Angriff auf die Lachmuskeln der 300 Besucher vom Tonspurenauftakt 2019 am Asitz in Leogang. Aufgrund der sehr unsicheren Wetterlage konnte das Konzert der Wellbrüder aus dem Birmoos nicht oben beim Speicherteich stattfinden, aber immerhin auf der Terrasse vom Asitzbräu. Der guten Stimmung auf und vor der Bühne tat das definitiv keinen Abbruch. Die drei Wellbrüder Karli, Michael und Stoffal sind das 12., 13. und 14. von insgesamt 15 Kindern der Großfamilie Well. Ihre Auftritte sind längst legendär und auch berüchtigt, decken sie doch schonungslos Heimatverbrechen aller Art auf. Auf der schönen Insel Ibiza, in einem Ferienhaus, da steigt halt eine Party, da geht's ab in Saus und Braus. Eine russische Oligarchin, die lässt die Party steigen, die geistige Elite Österreichs trifft in der Villa ein. Der Strahe sagt zum Gudinus, du, ich bin ganz hin und weg. Bist du Käfer, ist der Schaf, zu meiner alten kein Vergleich. Für eine Nummer mit der Russin verschneut sie gleich ganz Österreich. Die Wellbrüder sind nicht nur mit Worten wahre Meister, sondern auch an den Instrumenten. Hier spielt jeder quasi alles. Der Auftritt der Wellbrüder bei den Tonspuren war ein musikalischer Hochgenuss. Für das größte Erstaunen sorgte wohl die brillante Rap-Parodie von Mr. 40 Cent für einen fairen Milchpreis. Es war jetzt eine gesunde Landschaft und kein Genfug Ghetto, weil dann kauft es den Milli dann beim Aldi, Lidl oder Netto. Wenn ich da drum machen kann, was ihnen gefällt, du, dann muss ich mich schon fragen, wer hat die Motherfucker gewählt? Ja, 40 Cent! Der Auftakt der Tonspuren 2019 ist also mehr als geglückt. Darin waren sich am Ende wirklich alle einig. 40 Cent, du, der Bayern brennt! Ich habe schon viel davon gehört und habe schon gewusst, dass das irgendwie Glas ist da oben. Aber wir sind zum ersten Mal da und es hat die Erwartungen übertroffen eigentlich. Ja. Voll Glas, war super. Ja, war wieder ein besonderer Abend, wie alle Jahre bei den Tonspuren. Also Gratulation dem ganzen Organisationsteam, dass sie es alle Jahre wieder schaffen, neue interessante Gruppen da auf den Berg zu bringen. Man muss öfter mal was Neues wieder herbringen und ich denke mal, dass es gut passt hat. Publikumreaktionen haben es gezeigt. Und ich hoffe, dass es so weitergeht. Gemütlich, entspannt, grübig, ja, schön. Nichts dagegen zum Sagen. Und die Leute in Österreich möchte ich bloß nur sagen, scheiß euch nichts. Ja, aus ist und kor ist und schor ist das Wor ist und ein Kanz ist kein Hund, 14 gut und bleibst gesund. Servus.